Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft. Overdrive. Mit dabei der. Crazy. Und der. Dorscher LP. Wow. Wow. Danke. Danke. Bitte. Also, meine Damen und Herren, ihr seht schon, mit so einem wundervollen Kollegen kann man nur wundervoll begrüßt werden. Ich kurz vielleicht mal nach der Aufnahme, kurz ich mal ganz schnell im. Oh, hi. Hi. Gehe ich erstmal ganz schön schnell in meine Grafikkarte abkotzen. Eine ultimativ warme Grafikkarte. Boah, ey, das war die letzten Tage aber auch echt krass. Was machst du da eigentlich? Na, guck mal, was für ein Fusch hast du betrieben? Psst. Okay, wir wollten jetzt ja heute den Turm noch zu Ende bauen. Was haben wir jetzt schon alles drin? Wir haben Weizen, Kartoffeln und Karotten, ne? Ziemlich viel schon drin, das weiß ich. Dann fehlt es nur noch. Rote Beete. Rote Beete, Netherwarzen fehlen noch. Wie sagst du da? Ist da jemand gerade fast ersüffelt? Nein, nein. Nein, nein. Mhm. Versuche nur gerade einen Pfusch am Bau zu beseitigen. Ja, ja. Alter! Noch mehr? Willst du mich ertränken? Ach, jetzt bin ich aber zutiefst beleidigt, dass du mir. Ja, okay. Ja, gut. Ich fange dann. Sachen unterstellt dir auch noch Stimmen? Ja, so würde ich das zwar nicht ausdrücken, aber ja. Sei froh, dass ich hier meinen Dia-Shirt genommen habe, um die eine zu verpassen. Oh, wir haben fast keinen Cleanstone mehr. Erstmal neues Schmelzen. Das war auch schon letztes Mal unser Problem. Ja, da hatte ich auch schon 6 geschmolzen. Ich habe schon alle Ressourcen nachgeholt, die ich unten hatte. Ey, jetzt haben wir eine kurze Frage. Hast du mitbekommen, welches neues LOL-Team jetzt in der LCS ist? Also bei LOL? YouPorn. Das ist doch schon lange nicht mehr. Die sind doch schon gefeuert. Ah nee, warte mal. YouPorn ist jetzt ein ESL-Team. Nein, die sind komplett raus. Die wurden gebannt. Echt jetzt? Ja. Nur wegen dem Namen? Wegen dem Namen und wegen dem Hintergrund, weil das ja als Schleichwerbung für eine Porno-Seite ist. Okay. Finde ich aber auch eigentlich gut so. Weil ich meine, wenn man überlegt, es sind ja nicht nur Erwachsene, die CSGO oder LOL zocken. Ja, auch wieder wahr. Auf jeden Fall, weißt du, welches Team es neu ist bei LOL? Nee. Als ich das gehört habe, da habe ich mich erstmal nur pissig gelacht und direkt danach gesagt, okay, bin ich mal gespannt. Und zwar gibt es neu, komplett neu bei League of Legends, Schalke 04. Das ist kein Witz, ne? Ernsthaft? Das ist kein Witz. Oh Mann, ey, warum? Ich bin mal gespannt, wie lange die durchhalten. Arme ESL. Ja gut, aber wenn du mal schaust, jeder Billo kann eigentlich ein ESL-Team machen. Ja, klar. Trotzdem gibt es nicht denen das Recht, sowas zu machen. Okay, 2 hatte ich. Okay, ich bin hier. Das also ich glaube, ich habe den Turm das letzte Mal bis zum Maximum ausgebaut, ne? Vom Redstone? Ja, das habe ich gesehen. Frag mich nicht warum. Ich habe selber keine Ahnung. Alles klar. Kannst du nochmal im Lager ein paar. Oder haben wir? Nee, wir brauchen noch Holzstämme. Ich hab noch welche. Also, perfekt. Hattest Glück, ich wollte nicht daraus gerade Leitern machen. Lol. Fail. Ich bin wirklich mit dem letzten Pixel hier drauf gekommen. Ja. Oh, was gibt's bei dir sonst so Neues? Ich habe jetzt Urlaub. Echt? Ja. Wow. Deswegen war es heute bereit aufzunehmen.
Beziehungsweise, ich habe noch bis nächste Woche Dienstag Urlaub. Ach, du hattest? Nein, ich habe noch. Weil ab Dienstag gehe ich dann in Urlaub. Okay. Mit der Firma nach Barcelona. Was? Ja, okay, wenn ich jetzt anfange, so auf die Fresse aufzureißen, hast du gar nicht verdient, ne? Ich meine, wenn man mein letztes Jahr anschaut, Barcelona, Teneriffa, Frankreich, Gran Canaria. Das hast du nicht verdient. Weißt du, was das Traurigste ist? Und, was habe ich daraus gemacht? Heute bin ich arbeitslos. Nice. Ja, aber ich bin jetzt mal gespannt. Ich habe ja jetzt am Montag habe ich ja das Probearbeiten und da sieht es ganz schwer danach aus, dass ich dann auch schon meinen Ausbildungsvertrag unterschreiben kann. Oh, nice. Das wäre doch immerhin mal was. Ja. Also immerhin schon mal eine Arbeitsstelle mit Geld. Ey, das Krasse ist einfach, ich sollte bei der Bewerbung, hatten die gefragt, wie viel wir gerne hätten bei unserer Ausbildung. Was? Die fragen euch? Das haben die uns gefragt in der Bewerbung. Ich hatte mich erstmal super drauf vorbereitet, ich schaue so nach. Okay, Fachinformatiker so zwischen 780 und 920. Okay, nimmst den Mittelwert 820. Sollte klappen. Was passiert? Ich sitze im Bewerbungsgespräch. Nun Herr, Sie haben ja jetzt eingetragen, dass Sie gerne 820 Euro in der Ausbildung hätten. Ich denke nur, scheiße, verkackt, scheiße, scheiße, scheiße. Ich sage mir so freundlich, ja, wieso? Nun, wir würden dann nochmal 150 draufpacken. Du kannst dir nicht vorstellen, wie groß meine Augen in dem Moment geworden sind. Ich glaube, du wärst am liebsten vom Stuhl gefallen, oder? Nur das Geile war, in dem Moment hatte ich einfach nur ein Glas Wasser genommen, damit ich mich ein bisschen beruhige. Und in dem Moment, wo der das sagt, ich niese erstmal so, husten, niese erstmal, das ganze Zeug läuft vielleicht mal aus der Nase so vor Schreck. Ja. Ja. Okay. Alter. Oh. Jetzt, nein, ich habe jetzt keinen Bock, das Fenster zuzumachen. Ist bei dir auch im Zimmer so warm? Oh, ich habe ein Problem. Ich bitte um Verzeihung, einen kleinen kurzen Moment. Meine Maus hat sich ausgesteckt. Schon wieder. Ja. Also. Ja, danke, Flugzeug! Verdammte Scheiße nochmal! Ey, hier sind tropische Temperaturen und was ist? Oh, mal einen Moment. Boah, jetzt ist aber die Tür aufgegangen, ich krieg das Kotzen, ne? Boah, warte mal einen Moment. Gott, Herrgott, nochmal im Himmel. Wow, so viele Fans in einer Aufnahme hatte ich lange nicht mehr. Kommt schon mal vor. Also ich bitte vielmals um Entschuldigung für diese Scheiße gerade. Hi. Komm nicht an die Stufe ran. Letzte. Du bist falsch. Heute ist echt nicht mein Tag. Haben wir noch Eisen? 11 Stück oder so? Gut, dann muss ich ein paar Eisenblöcke abbauen. Wofür brauchst du Eisen? Für die Eimer? Einen Eimer habe ich noch im Inventar, ne? Ja, aber wir brauchen die Eimer für die Dispenser. Ach so. Ja gut, wir gehen ja eh später noch farmen. Oder ist bei dir unten nichts mehr? Bei mir unten ist schon lang nichts mehr. Alter. Außer die Secret-Blöcke. Ach, da ist ja noch welche gebunkert. Ja, die für die Pyramide. Pyramide? Ich helf schon mit. Okay. Hier ist der Eingang. Also so. Und. Wir haben echt noch 3 Eisen. Reicht doch für einen Block. 3. Für einen Eimer meinte ich. Wie viel haben wir noch? 3.
Oh ja, Mann, so wie du das ausgesprochen hast, ne? Das ist nämlich einfach sofort wieder ein neues Item in LOL. Das hört sich so bescheuert an, finde ich. Das ist einfach so ein Schwert, ne? Und das trägt den wundervollen Namen Duskblade of Draktar. Nice. Das hat im Ohr wehgetan. Würde ich auch hoffen, das war auch meine Absicht. Zicke. Wo ist sie? Ne, die liegt neben mir. Drumts. Das war, ich meine nicht die Katze, ne? Warte, ist er, lieber nicht, oder? Jetzt ist er am Grübeln, ne? Ne, ich hatte eben noch Besuch von der Freundin gehabt. Ach so. Jetzt nur schläft sie neben dir. Nein. Doch der Hauptbestandteil, was Frauen in einem Haus machen, schlafen. Ah, die nicht. Die kam letztens sogar noch mal bei mir vorbei. Ich denke nur, ah, willst du mich besuchen kommen? Nö, ich muss aufs Klo. Verarscht gefühlt. Ah, nur so ein bisschen. Hätte ich mir jetzt auch denken können. Warte mal, irgendwie habe ich hier, glaube ich, gerade ein Fell reingebaut. Ah, nee, never mind, ich's. Okay. Never mind, du bist dumm. Nee, ich hatte gedacht, wir hätten da einen Boden noch reingemacht. Also so einen Steinboden, aber wir sind ja sofort mit dem. Stimmt, wir sind ja sofort mit Erde rangegangen, weil es ja Schwachsinn ist, dann auch schön zu bauen, weil wir da eh nur zum Nachpflanzen reingehen. Genau. Hm. Hast du denn schon von der Gamescom mitbekommen? Samstag rausverkauft? Ja. Hast du in der Gruppe schon geschrieben? Weißt du, ich habe mich einfach so unglaublich verarscht gefühlt. Ich wollte mir die Tickets bestellen am Samstag. Komm erstmal in die Warteschleife. Okay. Okay. Das ging dann erstmal schön über ein paar Tage. Dann Dienstag. Sie können dann ihre Tickets bestellen. Sehr schön. In dem Moment, wo ich auf Samstag klicke, Samstag ist ausverkauft. Wow. Mhm. Und ich denke mir nur. Gut verarscht. Mhm. Und ich denke mir echt nur, was habe ich in meinem früheren Leben gemacht, dass ich sowas gemacht, sowas verdiene. Weiß also das ja. Das war echt Insta-Karma. Ach ja, Karma ist a bitch. Oh oh. Scheiße, ich habe keine Pfeile bei mir. Warum wolltest du mich gerade abschießen? Nein, das Skelett da hinten. Aber das wäre noch keine 50 Blöcke gewesen. Ach, wird Sniper-Duell schaffen. MLG! Scheiße! MLG-Fail. Bevor ich jetzt hier noch großartig anfange, weiter MLG zu machen, glaube ich, verwende ich mal meine 30 Level im Moment. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Ich habe schon 30, wieder 30 Level. Oh, ich bin ja gestorben mit 30 Leveln. Oh! Schon wieder? Weißt du was? So werde ich noch nicht. Ich will noch eine Spitzhacke haben. Machst du ja noch eine aus dir? Nein. Ich meine, ich kann jetzt auch gerne für dir Feldhacke machen, ne? Hauptsache, wir brauchen Mending. Aber wenn wir noch gar nichts bekommen, ne? Nee, Mending ist aber so OP, ne? Verwurf. Haltbarkeit 3, Effizienz 4, Behutsamkeit. Easy? Jo. Alter, ich lauf gerade mit meinem Inventar mit 4 Spitzhacken rum. Alle auf 4? Ja, und eine fast schon kaputt. 3 davon verzaubert. Ich hab eine. Ja, der Unterschied ist aber auch, ich hab das auch verdient. Mit welcher Begründung? Das willst du gar nicht erst wissen. Also hast du es nicht verdient. Doch klar. Kannst du mir keine Begründung nennen? Mir gehört der Server. Ich hab dafür bezahlt.
Ich hab von Anfang an gesagt, ich kann auch mitbezahlen, ne? Hast du gar nicht, jetzt hör auf, was soll üben. Aber wenn du jetzt schon damit anfängst, du kannst gerne nächsten Monat die Rechnung übernehmen. Kein Ding. Sehr schön. Kein Ding für den King. Hier jetzt wahrscheinlich sogar nochmal, bald nochmal im Nebenjob ein bisschen arbeiten. Hab ich auch schon überlegt. So auf 400 Euro Basis einfach was. Weil es wird gleich noch echt scheiße langweilig zu Hause. Woran kann das noch liegen, den ganzen Tag zu Hause aus? Rumpimmeln, zocken oder irgendwann schlafen gehen? Aufnehmen. Jetzt, danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich muss mal ganz kurz was ablassen zum Thema Deponia und so weiter. Es sieht danach aus, wenn Goodbye Deponia vorbei ist. Ich hatte jetzt gerade Erde, nicht schon noch Erde. Wenn Deponia vorbei ist, würde es wahrscheinlich bei mir erstmal auf dem Kanal nur auf ein Projekt momentan hinauslaufen, weil mein Internet ist mittlerweile so weit, dass ich von 16k auf 9k runtergerutscht bin. So tief? Ja, es ist einfach noch abnormal. Also 1 und 1 ist der größte auf den Scheiß, den ich seit langem gesehen habe. Habt ihr nicht extra das auf 1 und 1 gewechselt? Ja, damals vor 4 Jahren, wo wir uns kennengelernt haben. Okay. Weil damals waren wir noch bei Unity Media, bloß da war Dauer DC. Nee, aber Unity Media wurde vor, zuletzt mit einer Massenabmahnung abgemahnt. Echt? Ja, weil sie die ganzen Router von den Kunden geöffnet haben. Lol. Mit der Das ist unglaublich. Das ist einfach nur unglaublich, wie dumm ich bin. Sag mir jetzt nicht, du hast nur so wenig Erde mitgenommen. Nein. Rat mal, wer gerade wieder runtergefallen ist. Und jetzt hast du dreimal raten, wo. Das sagen wir jetzt nicht am Eingang. Nein, ich bin hier wundervoll in den Fallschacht für das Essen gelandet. Schaffst doch nur du, oder? Ich sag dir, das ist unglaublich. Ich kotze heute echt noch in meine Festplatte, wenn das so weitergeht. Das Schlimme daran ist, er wird's wirklich machen. Nein. Wobei, ich habe wieder eine alte Festplatte, die kaputt ist. Sag ich doch, er wird's wirklich machen. Ah, vielleicht beim nächsten Saufen. So kenne ich dich. Ah ja, ist auch schon alles abgeklärt, wenn du rüberkommst. Wir gehen wahrscheinlich schon mal zusammen saufen. Das war mir von vornherein klar. Alter, der Turm wird echt groß. Okay. Sei froh, dass er nicht rund ist. Kartoffeln und Karotten sind drin, ne? Dann hol ich jetzt nochmal schon mal rote Beete-Zeugs. Und Weizen. Ach, Weizen ist nur gar nicht angebaut. Weizen ist unten, unterste Etage. Ist aber nicht mehr angebaut. Ja, okay, bin ich spät. Was, wir sind schon bei 18 Minuten? What the fuck? Ja. Ja. Alter, Turm wird echt verdammt groß. Mhm. Vor allem finde ich den auch schön kompakt. Ja. Siehst du, wie damals hier Gronkh mit seiner wunderbaren Basis, die über 3000 Blöcke ging? Fand ich ein bisschen zu übertrieben. Ja, ich finde vor allem, das war auch scheiße verwirrend aufgebaut. Also ich meine, es war schön, dass er so einen Weg hatte, sondern bis an den Feldern so vorbeigegangen, aber... Lol. Okay, Moment. Leck. Alles klar, okay. Wundervolle Minecraft-Performance, kann ich echt nur sagen. Weißt du, was gerade passiert? Was? Wenn ich momentan Ziels einpflanze, sinkt mein FPS von 100 auf 83. Okay. Also wirklich 10 out of 10 Game Design. Also ich fange gerade keine Bäume. Nein. Ja, mach du. So, und das nächste Feld ist bestimmt. Das ist unglaublich.
Es ist einfach nur unglaublich! Das hätte man sehen müssen. Oh Mann. Boah. Also hat jetzt echte Wurm drin. Ja, wie das einfach aussah, ne? Soll ich so. Ja, ich sehe doch schon einfach nur unten in der untersten Etage und klar vorbeifliegen nach unten. Wupp. Oh, das war Dominik. Alter. Also ich glaube, wenn es so weit geht, kriege ich heute gleich noch einen Rage Quit. Aber ich werde auf jeden Fall das schon mal so machen. Ich werde mit dem Kumpel jetzt am Samstag oder Sonntag, weiß man nicht genau. Aber wahrscheinlich auf Sonntag hinauslaufen. Werden wir ein Projekt schon mal aufnehmen für den neuen Kanal. Was heißt nicht neuen Kanal, was laber ich für eine Scheiße? Viel Scheiße? Ja, ich merke das schon. Ein neues Projekt aufnehmen. Damit wir, oder ihr sagt, damit ich mal wieder was auf Vorrat habe. Das wird schon wieder so hochladen wie damals, als ich nach Teneriffa gefahren bin mit Portal 1 und 2. So. Obwohl, da kann ich meinen Stack drin lassen. Ich glaube, die Folge ist zu Ende. Okay, da habe ich gerade einen Lichtanfall gehabt. Immer noch der Kommentar, ich glaube, die Folge ist zu Ende. Ja, die ist jetzt auch schon zu Ende. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim lieben nächsten, bis zum nächsten, was? Hä? Laberstufe ist schon wieder für den Scheiße. So, erstmal meinen Kopf in der Flasche vermöbelt, damit ich wieder richtig klar im Kopf bin. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen euch beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.